Für uns war es von Beginn an eigentlich vor allem ein großes Landschaftsrelief. Das ist fast so eine bildhauerische Tätigkeit, hatte ich das Gefühl, etwas, wozu man in der Architektur selten Gelegenheit hat, natürlich in dem Maßstab. Und die Kernidee bestand ja darin, die Kraftwerksbrücke nicht über das Wehr zu führen, sondern an das Wehr hinten anzuhängen. Das hatte die ganze Plastizität und Rhythmik des Kraftwerks überhaupt erst erlaubt. Kraftwerk in den groben Zügen haben wir ja schon geplant. Also wir haben gesagt, es hat zwei Turbinen, es hat vier Wehrfelder. Die Abmessungen waren klar und die Lage des Kraftwerks war schon ehrlich definiert. Und der Wettbewerb ist uns ehrlich aufgebürdet worden. Oder? Also wir wollten ja nicht von Anfang an einen Wettbewerb machen. Vor allem Denkmalpflege. Die hat gar nicht Freude gehabt, dass wir jedes alte Wehr abbrechen. Und wir hatten dann ehrlich einen Gestaltungswettbewerb, also einem Gestaltungswettbewerb zugestimmt. So ist das ehrlich entstanden. Häufig ist es so, dass Ingenieure ihre einzelnen Fachgebiete bearbeiten und dann diese Teilprojekte additiv dann das Gesamtprojekt bilden. Und mit so einem integrativen Ansatz haben wir eigentlich sehr früh dann geschafft, das Ganze eben als ein Projekt zu begreifen, zu bearbeiten. Und das hat die Bauerschaft grundsätzlich auch sehr begrüßt. Also weil sich natürlich Effizienz ergeben hat und weil das Ganze dann letztlich auch ein harmonisches Bild ergeben hat. Aber die primäre Kommunikationsebene mit der Bauerschaft war natürlich schon auf der Funktionsebene. Also wir haben uns natürlich in diese ganzen Teilbereiche, Bootstransport, Wehranlage, Kraftwerksteile, Turbinen und so weiter, jeweils hineindenken müssen, um auf der Ebene Vorschläge zu machen. Ganz wichtiges Beispiel war auch diese Rechenreinigungsmaschine. Die ist dann ausgeschrieben worden, gibt funktionale Ausschreibungen bei diesen Maschinen. Und da wird dann ein Anbieter ausgelesen, der hat dann so ein Standardprodukt. Und da haben wir uns eigentlich bis in die mechanischen Details quasi eingemischt. Das haben natürlich eine Weile gebraucht, bis die das auch akzeptiert haben, auch von Unternehmerseite. Haben aber dann tatsächlich also halbingeniöse Vorschläge gemacht, wie man Antriebe anders anordnen kann und so weiter, um das Ding entsprechend zu komprimieren. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich das vorstellt. Nach einer Zeit der Vertrauensbildung durften wir ja auch dann die innere Organisation des Kraftwerkes mitbearbeiten. Und in dem Zuge wurde dann auch der ganze zentralen Teil, dann also vom Grundriss her und natürlich in Wechselwirkung mit der äußeren Plastizität, klarer, einfacher und strukturierter. Was für mich sicher gewachsen ist oder wo ich mehr jetzt ein bisschen reinschaue, ist die Architektur. Oder? Also ich habe früher auch Wert gelegt auf die Architektur, aber ich schaue jetzt, seit ich hier dabei war, viel mehr auf Details, die ich vorher weniger geschaut habe. Und ich habe zwei, drei andere Projekte, die ich am Bau sehe, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben. Und jetzt haben wir mit verschiedenen Architekten zusammengearbeitet und ich kann jetzt die Arbeit der Architekten viel besser einschätzen als vorher.